Servus, heute will ich einmal sagen, was ich so ansetze und ja, wie es bei mir einmal so in meiner Vorzucht ausschaut, zeige ich einmal direkt als Erster. Eigentlich nur Kohlrabi-Zierfuhr und Kopfsalat und Eissalat. Ja, ich habe das in diesen Behälter da reingetan, das ist ein Eierkarton, aber dieser Eierkarton saugt sehr, sehr viel Flüssigkeit auf und man muss sehr, sehr oft gießen. Das kann ich dazu mal sagen, da ist Plastik fast besser. Und das da ist eigentlich nur ein Nussbaum, der was sogar schon da zum Blühen anfängt. Wir haben den zu früh gekauft, der Herbst noch einmal kalt wird, haben wir ihn jetzt an Herinnen einsetzen müssen. Herinnen ist sehr kalt und ja, genau, da habe ich noch eine Wasserschüssel immer zum Gießen und das ist eigentlich nur das, was ich vorziehe und der Rest, der ist eigentlich im Garten. Und da habe ich noch alles Mögliche drinnen und zwar habe ich da Auberginen, Paprika, Chili, andere Tomaten, keine Ahnung. Und da seht ihr schon, das ist schon wieder trocken. Also es bleibt einfach nicht nass. Also da ärgere ich mich ein bisschen, weil es nimmt das immer so extrem auf. Die Pappe ist nass, aber die Erde ist trocken. Dann geht es heraus weiter bei uns. Da habe ich schon hergerichtet, da kommen Kürbisse rein und zwar Hokkaido. Dann haben wir, glaube ich, Butterkürbis und ja, mal schauen. Entweder werde ich da jeweils 6 Stück machen oder ich werde da auch noch Melone einsetzen. Und ja, bei uns schaut es jetzt halt noch nicht so wirklich gut aus. Und das schaut halt sehr noch Regen aus. Aber total happy bin ich, dass mein Schnittlauch wieder kommt. Seht ihr das? Und es gehört vielleicht ein bisschen Unkraut geht jetzt. Vielleicht ein bisschen. Die Hortensien kommen auch wieder. Auf die freue ich mich schon. Das, was da drinnen war, das muss ich natürlich total entleeren. Die nächste Hortensie kommt da auch. Man sieht das gar nicht so recht. Ja, die Hortensie kommt, da ist sogar ein Schneeglöckchen, ich liebe Schneeglöckchen. Die Rose, die fängt auch wieder an zum Kommen. Dann, das da ist, das sieht man alles nicht so richtig. Dann habe ich da noch einen Hibiskus, der was schon kommt, noch eine Hortensie. Und da sind gelbe Himbeeren, die was da stehen. Genau, da sind noch die gelben Himbeeren und jetzt gehen wir mal rauf in den Garten. Und ja, wir haben natürlich auch total viele Schneeglöckchen da, also extrem viele. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber es sind extrem viele Schneeglöckchen und eine Katze, die was immer um mich rumläuft. Also bei uns ist das so, ups, jetzt bin ich über die Katze geflogen, dass man da draußen nochmal das Trampolin, das steht ein bisschen schief, das müssen wir wieder gerade richten. Und das ist unser Garten mit Türchen, da kommt man dann immer mit der Hütte rein. Ja, die Katze kann da drüber hüpfen. Den Kompost tue ich jetzt einmal nicht aufnehmen. Da ist das ganze Geäst, was ich so entfernt habe. Und dann will ich zeigen, unser Hochbeet. Das habe ich jetzt auch gemacht. Mit den Kindern gemeinsam. Und ich bin total stolz drauf. Mit Erdbeerpflanzen drin. Ich hoffe, die überleben es auch. Also es ist im Internet gestanden, man soll sie weit auseinander tun. Oder weit sauber tun. Es kommt immer auf die Früchte drauf an oder auf die Erdbeeren drauf an. Deswegen habe ich die eher weiter zusammengetan und die weiter auseinander. Schauen wir mal, wie es besser geht. Dann habe ich auch noch da Spinat eingesetzt. Und da habe ich schon einmal, wie heißt das, Radieschen eingesetzt. Und die werde auch in späterer Hinsicht da alles vollsetzen. Genau, also natürlich in die anderen Sachen auch noch was reinsetzen. Aber ich muss schauen, was da jetzt dann gut dazu noch passt. So, da oben sieht man dann, da oben ist der Spielplatz für die Kinder, das da oben ist Spielplatz und da will ich dann jetzt noch dieses Jahr noch ein paar Hochbeete eben mit den Steinen machen. Da sind Steine, Katze, die was aus dem dreckigen Wasser daraus trinkt. Ich weiß nicht, warum Katzen eigentlich immer, so wie auch Hunde, aus dem dreckigsten, ekligsten Wasser trinken müssen. Es wäre nicht so, dass die kein Wasser kriegen würden. Ach, und da ist der alte Mann. Ja, wer kommt denn? Schau, wie der sich hoch. Seht ihr das? Das ist irre. Genau, und da unten bin ich jetzt dann auch schon wieder dabei. Dieses Frühbeet ein bisschen herzurichten. Allerdings ist es immer ein bisschen schwierig, so viel zum Schaufeln, denn ich bin schwanger und da muss ich wieder immer ziemlich schnell wieder mal hinsetzen. Genau, da hinten kommen auch schon wieder andere Frühlingsboten. Das sind, wie heißen denn die? Reden wir erst einmal über die da unten. Da unten haben wir Schneerosen und das da sind
nicht Hortensien, sondern, ach, wenn ihr mir manchmal helfen könntet, ihr wüsstet es sicher schneller. Ich gehe mal um und sage euch die andere Partie von der gleichen Pflanze. Aber jetzt ein Kraut geredet, was da rauskommt, und jetzt fällt es mir nicht mehr aus. Also da kommt überall, also die ganze Reihe, da werden diese gelben Blümchen sein, die mit Hortensien. Ach, Gottes Willen, bin ich blöd. Fallen euch manchmal auch so richtig normale Namen nicht ein. Da fangen auch schon wieder die Brombeerpflanzen an zum Austreiben. Da hinten haben wir noch Himbeerpflanzen, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob die austreiben werden. Doch, die treiben sogar auch schon aus. Da auch, da wird sogar schon grün. Juhupidu. Also ich freue mich schon, wenn die Himbeerpflanzen was tragen, dann dieses Jahr, weil letztes Jahr haben sie noch nichts getragen. Und zu den Blumen, Narzissen sind das. Also die ganzen Frühlingsboten, das sind Narzissen. Meine schwere Arbeit. Ja, also als nächster kommt dann daher das nächste Hochbeet. Jetzt gehen wir in den Spielplatz rein. Was haben wir da noch, was da jetzt dann kommt? Und zwar da die Heidelbeeren. Das sind verschiedene. Das und das ist eine andere Sorte. Und da hinten haben wir auch eine andere Sorte. Also das ist ein Frühtrager, also Juni. Und das ist ein Juli. Und die sind, glaube ich, Juli-Trager. Also da ist eins, zwei, drei. Und da zwischendrin waren eigentlich auch noch Pflanzen. Das waren, fällt mir jetzt gar nicht mehr ein, was das war. Ist aber egal, die werden aus der Erde rausgeholt. Da werde ich was anderes dann reinsetzen. Also zwischen die kommt dann wieder eine andere Pflanze dazu. Und du wirst die ganze Zeit gestreichelt werden, gell? Du bist nämlich ganz ein wildes Hühnchen, du. Ja. Ach, diese ganzen sind so süß. Also, es ist wirklich schön, mit vielen Tieren zu leben. Ich hätte jetzt auch gern Hasen irgendwo. Allerdings, wir hätten ja sehr, sehr viel Platz. Aber so ein Kauf von Hasen muss doch sein. Und da müssen wir uns auch auf jeden Fall was überlegen, wegen einem Hasenstall und wo wir was wie viel abzäunen. Am liebsten hätte ich die Hasen durch dieses ganze Areal da hopsen. Aber ja, ich bin mir jetzt so sicher, wie das ausschaut, weil wir haben nämlich auch einen Jagdvogel. Genau. So, Dalle, heute jetzt haben wir es geschafft. Das war der Rundgang durch unseren Garten im März. Und schauen wir mal, wie es bald ausschaut. Und das einzige Blöde bei diesem Hochbeet ist, dass die Katzen denken, dass es ein Katzenklo ist. Also ich habe die Katzen jetzt schon ein paar Mal rausjagen müssen. Aber ich sehe jetzt an, dieses Mal haben sie kein Unfug mehr daran gemacht, weil man sieht das nämlich genau, wenn die Katzentabs da drin sind. Ja, so. Und ich muss jetzt reingehen zu den Kindern, Essen kochen. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Tschüss.